Statement zu Immo Tommy, boah, auch relativ simpel. Ich kann tatsächlich sagen, dass ich Immo Tommy noch nie kennengelernt habe, noch nie was mit ihm am Huhn hatte und er auf jeden Fall nicht die Ansprechperson ist wegen meinem Rechtsstreit. Nichts mit ihm zu tun. Auch mit der Person, mit der ich ja den Rechtsstreit habe, den habe ich ja auch nicht einmal gekannt. Der Bruder hat ja nicht mich verarscht, sondern der Bruder hat meinen Bruder verarscht. Wisst ihr, was ich meine? Das ist ja das Gottloseste. Ja, Mert, Bruder. Dieser Mann, mit dem ich in einem Rechtsstreit bin. Am Ende des Tages habe ich das ja schon in diversen Internetsachen gesagt. Dieser Mann hatte immer was mit Agi zu tun. Und dieser Mann hat, und das müsst ihr euch vor Augen führen, meinen besten Freund verarscht. Und ich stehe hier und führe diesen Rechtsstreit, weil am Ende des Tages, klar betrifft es mich auch, aber wisst ihr, was es auch betrifft? Das Erbe von Agi. Und diesen Charme hat er wirklich, um mit mir vor zu Gericht zu gehen. Und nein, es war nicht Immo Tommy. Ich kenne Immo Tommy nicht. Ich weiß nicht, wer der Vogel ist, ob der auch Leute im Internet verarscht. Oder in Real Life.